Hallo zusammen, schönen guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben. Ja, was soll man da noch groß sagen, ne? Also, das Asoziale und eben Rechte spiegelt sich natürlich auch im virtuellen Bereich wieder, ja. Und was einige hier so behaupten, was ich auch als Screen habe, dass ich angeblich auf einen Rachefeldzug wäre oder sowas, ist Bullshit, bin ich nicht, ja. Sondern ich reagiere einfach mit jedem Recht, das ich habe, ja. Von den Gesetzen her und alles. Auf blinde Agierungen gegen meine Person, die Rechte und Asoziale ausüben. Ja. Und da könnt ihr auch sagen, ich soll nicht rechts oder nicht asozial sagen. Warum nicht? Wenn jemand sich rechtsradikal verhält, sich über andere stellt, anderes tritt, anderes angreift, anderes sogar mit Gewalt bedroht. Wie es unter anderem auch bei mir vorkam, wie ich es auch als Screen habe. Warum darf ich denn nicht sagen, es ist eine rechte Sau, die mich da angreift? Ist das nicht sachlich genug für euch, ja? Will das nicht in euren kleinen fucking Schädel rein, ja? Oder auch eben asozial. Asoziales Verhalten ist, was entgegen sich dem sozialen Miteinander richtet. Eben dem sozialen Verhalten. Ja, da kann ich nur sagen, ich kann jemanden asozial benennen, wenn er sich gegen das soziale Miteinander richtet. Eben auch, wenn er meine Person angreift, ja, meine Würde verletzt, meine Behinderung angreift oder eben auch mir mit Gewalt droht. Ja. Da kann ich sagen, es ist eine asoziale Schlampe. Was wollt ihr von mir? Ja. Ich sei nicht sachlich, ich bin sachlich, ja. Was ist es denn dann? Soll ich zu einem Rechten sagen, der mir mit Gewalt droht? Oh, bist du aber lieb? Bist du aber süß? Bist du aber ein feiner Junge oder was? Wollt ihr mich verarschen da? Oder wie? Oder was? Ja? Oder auch eben, wenn sich jemand asozial verhält, eben auch sich gegen meine Person richtet und mich verhetzt und sonst was. Soll ich sagen, das hast du aber fein gemacht? Bist echt ein braver Junge? Oder wie? Tickt ihr noch ganz sauber? Ja? Na? Ich bin weder auf einen Rachefeldzug, noch bin ich irgendwie hier am Rumheulen, noch bin ich irgendwie aggressiv oder sonst was, ja. Sondern ich halte mich nur sachlich an Fakten und sage, eben so ein Scheiß gehört nicht ins soziale Netzwerk, nicht auf eine soziale Plattform, wie es eigentlich SC sein sollte, ja. Und auch nicht in eine soziale Demokratie Deutschland. Ja. Dafür haben wir unsere Regeln, unsere Gesetze. Zudem eben. Was ich auch als Screen habe, von SC, von den Werbevermarkter, von diesen Anbietern, ne, wo es um Respekt geht und bla bla bla, diese Leute agieren gegen meine Person. Ja, nur damit ihr das von SC mal begreift. Ja. Diese Leute geben keinen Respekt, ja, sondern sie greifen mich an. Gegen die Regeln von SC. Gegen die Gesetze, die wir hier in Deutschland haben. Sie drohen mir sogar mit Gewalt. Ja? Machen Verleumdung, Beleidigung, Verhetzung, Diskriminierung und drehen das dann alles so rum, als wären sie die Opfer. Ja, das machen die rechten Asozialen ja gern. Ja? Wir sind doch nicht recht, wir sind doch nicht asozial, wir sind doch ganz liebe Menschen. Ja, klar. Nur seid ihr das, was ihr tut. Ja, nichts anderes. Ja, und wenn ihr eben gegen Leute agiert, gegen anderes agiert, ja, gegen Behinderung agiert, gegen andere Menschen agiert, ja, und diese sogar mit Gewalt droht, ja, oder eben auch verhetzt und diskriminiert, verleumdet alles, was ihr da gemacht habt, ja, was ich auch als Screen habe, ja, ist kein Problem, werde ich die Tage auch noch veröffentlichen, ja. Denn wundert euch doch nicht, dass man euch keinen Respekt entgegengeben kann, ja. Wie denn? Ihr gebt doch auch keinen Respekt. Wenn ihr meine Person nicht respektiert, egal wer ihr seid, ja, ob ihr da irgendwo Teamleiter seid oder Werbevermarkter oder sonst was, wenn ihr keinen Respekt vor meine Person habt und mir mit Respekt entgegenkommt, könnt ihr auch überhaupt nicht verlangen, dass ich irgendwo euch Respekt gebe, ja? Dann lache ich über euch. Ja? Wie gesagt, ich warte hier ab, ja, ich habe jetzt im Moment von SC eine Sperrung, nur weil ich mich zu jedem Recht, das ich habe, verteidige, ja, dass ich reagiere eben auf Agierungen gegen mich und das habe ich auch alles per Screenverlauf, ja. Und ich kann eben nur sagen, eben auch das, was der Werbevermarkter da an Scheiße gelabert hat, ja. Entschuldigung, Andi, aber war Scheiße. Weil ich habe Respekt. Ich habe auch Respekt vor kleinen Kindern, vor Frauen, vor Männern, ja, vor Kindern etc. Ja, auch vor Hunde oder vor andere Lebewesen, vor Vögeln oder sonst was habe ich Respekt. Das Leben ist für mich kostbar.
Aber wenn sich eben Leute asozial oder auch rechts gegen meine Person richten, mich verhetzen, diskriminieren und alles, und sogar dann auch noch mit Gewalt drohen, ja, dann habe ich jedes Recht zu reagieren. Ja. Eben bin ich auch ein sozialer Mensch. Was heißt sozial? Sozial heißt sich auch einbringen. Sozial heißt auch vermitteln. Ja, sozial heißt nicht, dass ich Ja und Amen sage, ja, den ganzen Scheiß auf mir lasten lasse, ja, und sage, okay, ist alles okay so. Sondern sozial heißt auch zu sagen, nein, stopp, ja, das ist asozial. Ihr tut alle so, als wäre asozial zu sagen oder rechte Scheiße, als wäre das schlimm, wenn ich etwas benenne, wie es ist. Und da kann ich nur fragen, habt ihr ein Rad ab? Ja. Liebes SC, ganz ehrlich, ich bin seit 9 Jahren bei euch gewesen und jetzt sperrt ihr mich, weil irgendwelche Rechten und Asozialen dort gegen mich hetzen, diskriminieren, mich beleidigen und drohen. Ihre ganze Gewalt auf mich bringen. So. Und nur weil ich reagiere und sie benenne als das, was sie sind, nämlich rechte und asoziale Arschlöcher, ja, sperrt ihr mich. Weil ich die Wahrheit sage. Ich meine, ich poste das hier jetzt mal ganz klar und ich habe auch alle Screens dazu. Und wenn ich eben morgen immer noch gesperrt sein sollte in SC, ja, dann werde ich auch alles öffentlich stellen. Das geht nicht darum, dass ich einen Rachefeldzug mache oder euch unter Druck setzen will oder sonst was. Nee, das ist einfach nur ein Versprechen, weil ich habe dann Zeit, ja. Weil SC war für mich eine Plattform, wo ich Kreatives ausüben kann, wo ich auch Vielfalt ausüben kann und wo ich mich auch einbringen kann. Ja. Und das seit 9 Jahren. Und seit 9 Jahren war ich in der SC aktiv und habe mich kreativ, sozial und auch aktiv eingesetzt. Eben auch für andere. So. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Aber es gibt ja noch zum Glück zum Beispiel Red Light City, ja. Und da bin ich ja auch vertreten. Es gibt auch noch Second Life, ja. Da bin ich auch vertreten, ja. Und auch andere Plattformen, die es gibt, wo ich vertreten bin, eben im Sozialen, ja. Damit ihr mal begreift, dass das sozial ist, dass man miteinander auch sozial umgeht, ja. Und nicht asozial oder rechte Scheiße So, mit allen, mit Sozialverstand und genug Bildung, ja, sage ich hier nochmal Peace, Leute, und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der ein bisschen Klarsicht hat, ja, und das auch versteht. Ja, und ihr müsst nicht immer sagen, das ist virtuell und das ist real oder sowas, das ist Bullshit, ja. Wenn ich in einer Plattform bin, in einem Chat, ja, dann bin ich als reale Person da. Und wenn eine andere reale Person meine reale Person angreift, dann ist das ein realer Fakt. Ja, wenn es eine reale Drohung ist, ist es eine reale Drohung. Ja, wenn es eine reale Beleidigung ist, ist es eine reale Beleidigung. Ja. Und dann kann ich auch sagen, wie es ist. Dann sind das für mich asoziale Schlampen. Ja, die sind unmenschlich, ja, die sind respektlos und greifen anderes an. Und ich habe verdammt noch mal jedes Recht zu reagieren. Ja, und dann macht meinetwegen Anzeige oder sonst was. Ich werde weiterhin sozial sein, weiter gegen Rechts und Asoziale stehen. Und wie gesagt, SC, das ist kein Hass oder sonst was, aber wenn ihr mich morgen noch gesperrt habt, dann habe ich genug Zeit, um Videos zu verarbeiten, um meine Screen zu verarbeiten. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Das war's, euer Lord.